nach dem emotionalen Ausbruch. Ja, wunderbar. Frau van Bergen, man sagt ja immer, schöne Menschen haben es leichter im Leben. Würden Sie sagen, dass Ihre Schönheit Ihnen das Leben leichter gemacht hat oder war es Ihr Selbstbewusstsein? Meine Schönheit, oh Gott, das ist ja ein wahnsinniger Ausdruck. Nein, dass man attraktiv ist, sagen wir mal so, um es ein klein bisschen einzugrenzen. Ja, ich denke schon, dass attraktive Menschen es leichter haben. Und Ihr Selbstbewusstsein, was würden Sie sagen auf einer Skala von 1 bis 10? Wie war das damals ausgeprägt, als es losging mit der Schauspielerei? Also immer 10. Immer 10. Ja, das liegt aber an ganz anderen Dingen. Das hat mit Attraktivität oder so überhaupt nichts zu tun, sondern ich musste sehr früh beweisen, dass ich im Leben stehe, bereits als Kind auf der Flucht, weiß der Teufel was, was ich alles miterlebt habe. Und da hat sich also mein relativ starker Charakter entwickelt, der anderen Leuten nicht immer angenehm war, denke ich mal. Aber mein Durchsetzungsvermögen wurde damals wirklich geboren. Sie sind sehr durchsetzungsstark und sehr mutig. Sie sind nämlich mit 19 Jahren nach Hamburg gegangen von Reutlingen, um dort Schauspielerei zu studieren, ohne einen Cent, also auch ohne Unterstützung. Naja, ich bin geflüchtet sozusagen. Ja. Ich war verlobt mit dem Sohn eines Bürgermeisters von Stuttgart und der beschiss mich gleich in der Verlobungszeit. Hat sie betrogen mit einer anderen Frau? Und ich bin ihm draufgekommen und bin einfach geflüchtet. Meine Mutter hat mir 20 Mark in die Hand gedrückt. Ich bin nach Hamburg. Da war eine Frau, die ich kannte aus dem Flüchtlingslager, aber die hatte mit mir nichts am Hut, die hatte andere Probleme. Und da stand ich am Ende der Reeperbahn und dachte, Herrgott, was mache ich denn jetzt? Zurückgehe ich in keinem Fall. Und da stand an einer Mauer, Taxigirls gesucht, Telefonnummer. Die habe ich angerufen, dann haben sie mich hinbestellt. Ich kriegte einen Rock, der war geschlitzt bis hier und ein Dekolleté bis hier. Und dann wurde ich in eine Bar gesetzt, die hieß der Nachtfalter in der kleinen Freiheit oder großen Freiheit. Und da saß ich an einem Tischchen ganz alleine und da waren lauter Frauen, übrigens keine Uhren, keine Noten. Das waren zum Teil verheiratete Frauen, die versuchten Geld zu verdienen. Das waren alles Taxigirls. Und die wurden da Taxigirls genannt, weil die Matrosen, damals war gerade Koreakrieg und die kamen ungebremst in die Bar. Das war 1950. Ne? Ja. Ungebremst, muss man wirklich sagen. Und wir durften 50 Pfennig bezahlen für 3 Tänze. Sie zogen die Tänze vor, sie konnten für die Zeit aber auch am Tisch sitzen, aber da gab es ja Sprachschwierigkeiten. Aber die Tänze waren heftig, muss man wirklich sagen. Nur, wir hatten ein Captain Girl, das auf uns aufpasste, das auch morgens um 4 an der Bar, am Barausgang stand und die begleiteten mich nach Hause. Ich wohnte an der Elbe, am Johannesbollwerk irgendwo, aber da ist nichts passiert. Wie haben Sie das geschafft, diese Männer, die da aus dem Koreakrieg vom Schiff kamen, Hamburger Hafen auf die Reeperbahn, auf Distanz zu halten? Das weiß ich heute auch nicht mehr, aber es ist mir einfach gelungen. Ich habe mir einfach vorgenommen, niemals habe ich mir geschworen. Und es ist mir auch gelungen. Man kann Männer ja wirklich beleidigen, verbal. Und dann ist ihre Potenz nicht mehr so ausgereift. Denke ich mal. Also hier, Herrn Kubicki fällt dazu was ein. Ja. Jetzt wieso, was fällt Ihnen ein, Herr Kubicki? Mir fiel nur Erdogan ein. Man kann also Erdogan beleidigen, jetzt ist mit der Potenz auch nicht mehr so wirklich. Sie haben dann Ihr Schauspielstudium aufgenommen, haben sich selbst finanziert als Taxigirl und sind dann entdeckt worden als Schauspielerin. Und dann ging es relativ schnell ziemlich ab. Sie haben internationale Filme auch gedreht. Und Hildegard Knef soll Ihnen damals empfohlen haben, Sie waren schön, Sie waren selbstbewusst, Sie hatten Durchsetzungsvermögen, aber sie hat Ihnen empfohlen, dass Sie arroganter werden müssen. Ja, das warum hat sie arroganter? Gesagt. Ich werde nie vergessen, wir haben in Köln zusammen gedreht und ich wollte einen Kaffee trinken, sagt sie, doch nicht hier, wir gehen in die Senator Lane, sag ich, Hilde, bist du doch nicht verrückt, was muss ich da oben raufrennen, um einen Kaffee zu trinken, sagt sie, das ist so in unserem Job, du willst doch ein Star werden, jetzt dann benimm dich auch so. Den Rat hat sie mir gegeben. Ich habe ihn aber nicht beherzigt. Ja. Weil ich bin einfach ein anderes Kaliber. Was war mit den großen Stars, mit denen Sie gespielt haben? Zum Beispiel Kirk Douglas. Wie war der so? Hatte der Starallüren oder war der auch am Boden geblieben? Er hatte Starallüren und er hat auch zu mir einmal gesagt, seine Karriere ging so schwer voran, er musste an so vielen Menschen vorbei, die ihm Böses wollten, dass er mittlerweile auch sehr distanziert ist. Aber ich hatte in Berlin eine Tochter sitzen und es war Weihnachten und wir haben in Wien gedreht und es war ein Schlechtwettereinfall, es gab Schnee und keine Maschine wäre mehr geflogen. Und da habe ich zum Kirk gesagt, wenn du heute jetzt aufhörst zu drehen, komme ich nicht mehr nach Hause zu meinem Kind nach Berlin. Und er, der niemals Kompromisse geschlossen hat, hat zu mir gesagt,
Okay. Wobei ich natürlich sagen muss, am Tag vorher waren wir in seiner Premiere von Spartacus. Und ich fand ihn so großartig, dass ich laut jubiliert habe. Und das hat er natürlich gemerkt und er war einfach dankbar und hat in der Tat eine Stunde länger gedreht, damit, länger gedreht, damit ich am nächsten Tag nicht drehen musste. Dass er pünktlich um 5 Uhr immer aufgehört hat zu drehen? Er war Verteidiger in dem Film Stadt ohne Mitleid und er hatte eine Aktentasche unterm Arm und die ließ er um Punkt 5 Uhr einfach fallen und ging aus dem Studio. Jeden Abend. Aber an dem Tag hat er länger gedreht. Ja, aber das fand ich sehr kollegial. Ja. Apropos kollegial, haben Sie beide, Frau von Bergen und Herr Schneider, mal zusammen gedreht? Nein. Leider nicht. Ich habe ganz selten gedreht. Ganz also, okay. Zwei, drei. Eine falsche Legende, die da im Umlauf ist. Ja. Ja. Ich habe ihn vom Publikum aus bewundert in München. Immer. Okay. Mit Dieter zusammen. Ja. Ich fand sie großartig. Ich habe ihn zutiefst bewundert. Kabarettist, ich war ja auch Kabarettistin. Sie haben eine große Karriere gemacht als Filmschauspielerin. Sie waren der Filmstar der 50er und 60er Jahre. Und dann ist uns ja allen bekannt, wir haben es nur kurz angesprochen im Film, dass Sie 1977 Ihren damaligen Lebensgefährten aus dem Affekt ermordet haben und dafür auch im Gefängnis erschossen haben. Dafür, und Sie waren dafür knapp 5 Jahre im Gefängnis. Ich will darüber gar nicht mit Ihnen sprechen, das haben Sie schon oft gemacht. Ich will wissen, wie Sie danach wieder Fuß gefasst haben, wie schwer es war, ob es schwer war, wieder zurückzugehen in die Filmbranche. Erstaunlicherweise hat für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt. Alle wussten. Erstaunlicherweise nein. Es war gar nicht schwer. Es gab Produzenten, die mich von früher kannten, Waldleitner, dann der Meissner von der Nova Film. Die haben gesagt, das interessiert uns überhaupt nicht. Sie ist eine großartige Schauspielerin und wir wollen sie beschäftigen. Also es gab überhaupt kein Vakuum. Ich habe sofort gedreht wieder. Und wie ging es Ihnen privat? Nach dieser Zeit im Gefängnis, Sie haben mal gesagt, dass Sie die Gefängnismauern eigentlich vermisst haben. Ja, naja, ich hatte ja sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Und wenn ich in München über die Straße ging, kamen viele Leute so auf mich zu. Mei, sind's nicht die, die damals den erschossen hat? Also, das war schon ein bisschen eine schwierige Zeit. Ich bin auch geflüchtet aus München, genau aus diesem Grund. Das war schwer. Und da habe ich mir oft gewünscht, mein Gott, am liebsten wäre ich wieder in meine Zelle mit dicken Mauern drumherum und keiner kann an mich ran. Aber das war relativ kurz und ich kam über die Zeit natürlich auch hinweg. Und es war ja nicht so, dass ich nichts getan hatte. Also so ist es nicht. Ich musste mit der ganzen Geschichte ja auch mich auseinandersetzen. Sie haben damals auch Pornos synchronisiert. Ja. Haben aber immer wieder gesagt, ganz wichtig, ich habe nie mitgespielt, ich habe nur synchronisiert. Was ist ein Satz, den Ich habe die Pornos nicht gedreht, ich habe Pornos synchronisiert. Genau, synchronisiert, also nur gesprochen, nachgesprochen. Ja, in Hamburg gab es eine große Porno-Filmindustrie und da konnte man sehr viel Geld verdienen. Ist es so, ein Take, also ein kurzer Take, also ein, und für Laien ein, in einem Film ein Satz, der geschnitten wird, in kurze, wird ja alles in kurze Stücke geschnitten, das wird eingespielt. Und da kostete ein Tick, die mussten bezahlen, 7 Mark. Also wenn ich also nun lange Sätze synchronisieren musste, das war zeitaufwendig und schwierig, hat oft auch nicht gepasst und so weiter. Und die Sätze aber beim Porno ging es ganz kurz, einfach. Ne? Da hast du einmal gehört, ja, und schon das war schon Satz. Schon hat es 7 Mark. Satz, vielleicht etwas mehr als der Ihnen in Erinnerung geblieben ist aus dieser Zeit, den Sie nie vergessen werden? Ja, das ist wahr. Wir waren in einem Studio und es kam ein Kollege rein, im Dunkeln, kam zum Pult, küsste mir die Hand und sagte, es ist mir eine große Ehre, mit dir heute arbeiten oder mit Ihnen heute arbeiten zu dürfen. Guckt hoch zu der Leinwand und sagt, bin ich das da oben? Habe ich gesagt, ja, sagte, Herr Gott, stell ihn nicht so an, nimm ihn endlich in den Mund. Und das war sein Text, nachdem er mir vorher die Hand geküsst hatte. Ja, okay, sehr schön. Also was haben Sie damit verdient am Ende? Konnten Sie sich damit richtig gut finanzieren? Mit diesen, was waren es, 7 Mark pro Satz? 7 Mark pro Take. Pro Take? Ja, da wurde sehr viel Geld verdient. Mhm. Also viel mehr als in normalen, seriösen Filmen. Aber das war eine Zeit lang eine große Industrie in Hamburg und auch in Berlin. Mhm. Das ist gut gelaufen bei Ihnen. Die Filmgeschichte ist auch gut gelaufen. Und trotzdem finde ich, wenn man sich mit Ihrem Leben beschäftigt, ist es irgendwie auch eine Geschichte des Kampfes. Also Sie haben es vorhin schon mal erzählt, Sie waren Flüchtlingskind. Das
Schiff ist angegriffen worden, bombardiert worden, auf dem Sie waren mit Ihrer Familie. Es gab viele Tote. Sie sind vergewaltigt worden von einem russischen Soldaten, ja, nach Reutlingen dann verbracht worden und dann eben nach Hamburg gekommen mit all dem, was wir gerade schon mal so in Ansätzen besprochen haben. Wie lautet Ihre Überlebensstrategie? Haben Sie so einen Satz, den Sie sich sagen, wenn Sie vermeintlich gefallen sind und es wieder weitergeht? Genau das. Man kann hinfallen, man muss aber immer wieder aufstehen. Das ist wie meine Mutter sagte, ich kann euch nichts anderes geben, aber ich will dafür sorgen, dass ihr das Abitur macht, damit ihr Chancen. Und genau das habe ich getan in Reutlingen. Also ich hatte auch Hilfe von meiner Familie, also von meiner Mutter eben. Nicht? Ich hatte eine sehr, sehr starke Mutter. So, das war sehr einfach. Wenn man so jemand an seiner Seite hat, der sagt, du kannst fallen, aber steh wieder auf. Es war für mich überhaupt nicht schwierig. In welchen Momenten waren Sie am glücklichsten in Ihrem Leben? Also am glücklichsten in meinem Leben war ich bei der Geburt meiner beiden Töchter. Das waren die glücklichsten Momente meines Lebens. Aber ansonsten, ich war oft glücklich. Ich war ja ein paar Mal verheiratet. Also Frau. Da waren Sie anfangs auch immer glücklich. Ja, ich war einfach am Anfang immer sehr, ich bin im Grunde ein ganz glücklicher Mensch. Ja. Haben Sie auch immer gesagt, es ist für ewig bei allen vier Ehen? Natürlich. Ja, ja, aber so habe ich mich auch verhalten, weil ich dachte, es ist für ewig, das mache ich jetzt. Ich bin eine gute Hausfrau. Ich habe gedacht, Männer müssen auch ein bisschen verwöhnt werden. Habe ich alles gemacht. Ja. Auf jedem Sektor übrigens. Und na gut. Und am Ende hat es halt nicht sollen sein. Und Sie waren alleinerziehende Mutter. Haben Sie das gut unter einen Hut kriegen können in diesem Haifischbecken-Schauspielerei und dann mit den beiden Kindern? Haifischbecken. Haben Sie es gar nicht so empfunden? Nee, überhaupt nicht. Ich sehe die anderen Kollegen nicht so als Haifische, weil ich bin in jedem Fall der größte Hai. Aber ich glaube, man kann sie auch mit dem Faust streicheln, wenn man wieder bei den Haien sitzt. Ja, das war. Also haben Sie es gut hingekriegt mit den Kindern? Wunderbar. Ja? Haben Sie die mitgenommen oder hatten Sie Hilfe? Ich war alleinerziehende Mutter, aber meine Kinder waren im Grunde für mich immer das Wichtigste im Leben. Trotzdem, der Beruf war wichtig, die Kinder auch. Ich habe das immer so gemacht, ich nahm die Kinder mit ins Studio. Einmal habe ich die Kleine in einem Wäschekorb hinten gehabt, irgendwo in der Garderobe, als ich synchronisiert habe. Also, sie waren immer bei mir und waren immer für mich wichtig. Trotzdem war der Beruf auch wichtig. Und deswegen kann ich überhaupt nicht verstehen, dass Kolleginnen jammern, oh mein Gott, das ist nicht unter einen Hut zu bringen. Das ist sehr wohl unter einen Hut zu bringen. Würden Sie sich als Feministin bezeichnen? Nein. Welcher Begriff würde Ihnen besser? Also das Wort Feministin ist mir überhaupt nicht vertraut und ich weiß damit auch gar nichts anzufangen. Ich bin eine selbstbewusste Frau, die ihr Leben auch ohne Männer gemeistert hat. Also ich war ein paar Mal verheiratet, aber ich meine, grundsätzlich habe ich mein Leben ohne Mann gemeistert. Wann immer keiner da war, ich war eine sehr selbstbewusste Frau. Und das hat mit Feminismus meiner Ansicht nach überhaupt nichts zu tun. Für mich sind Sie eine Kämpferin und ich bin sehr froh, dass Sie uns aus Ihrem Leben erzählt haben. Und ich hoffe, Sie kommen noch oft wieder, damit wir einige Dinge vertiefen können. Das ist gut. Haben Sie einen Vertrag? Ich unterschreibe ihn. Ja, absolut. Machen wir gerne.